Willkommen zu Frequent Traveler TV. In der heutigen Ausgabe geht es wie immer um die Lufthansa Group. Heute ist der 24. September. Wir haben die News der letzten Woche seit unserer letzten Ausgabe mal für euch zusammengefasst. Die Lufthansa Group haben sich genauso wie wir auf den Travel Ban Aufhebungsprozess gefreut. Termin ist immer noch nicht bekannt. Der Kollege Mario ist ja ganz freudig gewesen. Ich werde auch nochmal das Video hier oben verlinken, wo Mario geschwafelt hat. Insider. Dann werden natürlich neue Ziele angeflogen, von Genf wird zum Beispiel jetzt auch wieder New York angeflogen, aber auch von München findet die Lufthansa neue Ziele, zum Beispiel Miami, Kapstadt oder auch Singapur. Alles mit 350er, glaube ich, wahrscheinlich, oder A340, eventuell, wir werden es sehen mit der First Class. Ansonsten ist man ja natürlich nicht verwundert, dass die Lufthansa die schwarzen Zahlen wieder erreicht hat. Natürlich nicht so, dass sie jetzt wegen Reichtum schließen müssen und können, aber man sagt, es wird kein Geld mehr verbrannt. Die Lufthansa-Tochter Air Dolomiti, 30 Jahre, freut sich, dass die Lufthansa für sie neue Flugzeuge holen will. Die Embraer 190E2 ist es, die ja bei der Helvetica, glaube ich, schon Helvetic fliegt. Die Landebahnerneuerung in Innsbruck hat uns einen nächsten Flughafen-Expressbus gebracht, das heißt also Innsbruck-München. Ich habe fast das Gefühl, München wird zu einem Bus-Drehverkehrskreuz, vielleicht sollte man sagen, Nürnberg, vielleicht Salzburg, Stuttgart nur mit dem Bus. Hey, ja. Dann kann man Flixbus aufkaufen, auch eine coole Geschichte. Ja, aber wegen der Landebahnerneuerung. Was natürlich die größte Parole ist, ist halt, ob der Flug wirklich wieder zurückkommt. Aber an dieser Stelle, bevor wir euch alle Themen schon verraten, die in dieser Ausgabe vorkommen, kommt wie immer das Intro. Wir sind hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. Wir sind der Hoffmeister. Mario Hoffmeister und der Kosten. Ganz genau. Ja, und natürlich wie immer am Anfang die Aufforderung, nicht nur, dass wir einen Abonnierbefehl haben, das heißt also die Glocke anmachen müsst, nachdem ihr abonniert habt, aber auch den Beitrag geliked habt und ganz wichtig, unten kommentiert. Wir danken euch für die Kommentare, auch unter den letzten Videos. Da einfach mal ein super Danke. Da wollen wir doch direkt ins Thema einsteigen, Mario. Ja. Lufthansa, wolltest du was Spezielles zum Anfang sagen? Ach, eigentlich gar nichts. Es ist ja was sehr Erfreuliches, wenn die Lufthansa bekannt gibt, dass man kein Geld mehr verbrannt. Denn wir erinnern uns dunkel, zu Beginn der Pandemie wurde gesagt, glaube ich sogar seitens der Lufthansa, dass man pro Stunde mehr oder weniger 1 Million Euro verbrennt. Das hat man dann ja durch restriktive Maßnahmen zumindest auf die Hälfte eingedampft. Aber jetzt in den Sommermonaten hat man zumindest wieder mehr eingenommen, als man ausgegeben hat. Sicherlich nicht so viel, aber immerhin etwas. Und das ist ja durchaus ein kleiner Silberstreif am Horizont, dass eventuell der Turnaround auch jetzt in dieser Pandemie geschafft ist und es jetzt nur noch, wenn vielleicht auch langsam, aber zumindest nur noch Richtung bergauf geht. Das wäre, finde ich, nicht nur für die Lufthansa, sondern natürlich auch für alle anderen Luftfahrtgesellschaften sehr schön. Bleiben wir also optimistisch, dass das so weitergeht und dass die Lufthansa weiter im schwarzen Bereich bleibt. Also quasi im Aufwind ist und dass die schwarzen Zahlen die neue Normalität werden. Wobei natürlich die Zahlen, und wir haben es schon beim letzten Mal beim USA-Video erwähnt, die Preise nach Amerika, die sind krass teuer geworden. Also da gibt es echt. Also mir fehlen die Worte, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also es ist, Mario, kannst du mal die Preise nennen, die du für Miami zum Beispiel aufgerufen hatten? Ja, ich hatte Miami in der First Class, war nichts unter 4.000 Euro Return zu bekommen. Aber die sind im Laufe des Tages, also gestern, vorgestern, echt gestiegen. Und mittlerweile schafft man es tatsächlich schon wieder für einen Hin- und Rückflug um die 10.000 Euro in der First auszugeben. Und auch die Business-Class-Flüge bekommst du zumindest von Deutschland aus kaum mehr, außer so ganz verrückte Flüge, auch nicht für unter 4.000. Das ist der absolute Wahnsinn im Moment, was da abgeht. Und wenn man die sozialen Netzwerke so durchforstet, scheinen ja auch alle Leute, die nicht irgendwie über Online-Portale buchen, bei der Lufthansa dort direkt anzurufen. Weil alle beschweren sich, dass man jetzt
überhaupt gar nicht mehr durchkommt. Also während der Pandemie war das ja wohl schon schwierig, aber jetzt geht wohl gar nichts mehr, weil wohl jeder sofort und ja, ohne Zeitverzug irgendwie einen Amerika-Flug gerne buchen möchte. Also deine Vorhersage, dass man vielleicht dann doch wieder für geringe Zeit eine A380 einsetzen könnte, weil sich das lohnen würde, die scheint tatsächlich richtig zu sein. Ja, und der ist natürlich auch sehr schön, der Flieger, aber passt nicht so viel rein. Ja, ja gut, also auf jeden Fall fliegt man ja auch viele neue Ziele an, insbesondere München ist da ja im Fokus, du hast es in der Einleitung erwähnt, von München soll es ja nicht nur in die USA, aber auch viele neue Ziele in die USA geben. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen erhellen. Ja, ganz genau. Ich wollte vorher noch mal kurz eingehen auf die Air Dolomiti als Lufthansa-Tochter, Ach so, die 30 Jahre ja, gefallen. Natürlich. Kein Problem, wir können das danach machen. Warum ist das spannend? Ganz einfach deshalb, ich persönlich habe Air Dolomiti immer nie so als Tochter der Lufthansa auf der Agenda. Also ich bin immer irritiert. Und ja. Der Steffen Habart ist ja der neue CEO, also der künftige, weil der jetzige CEO geht als Strategiechef zur Lufthansa, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also deshalb, da können die Leute sich die Sporen verdienen. Und in Deutschland werden nur 20 Ziele bedient, in Italien allerdings 21 Destinationen. Und der Flottenausbau von 26 Embraer-Jets in 2023 ist also komplett geplant. Und man hat halt in einem Interview gesagt, ich meine, das wäre beim Aerotelegraph gewesen, dass die neue Flugzeuge kaufen wollen und da dann auf die Embraer setzen, also auch auf die neueste Generation, auf die 190E2. 15 Stück sollen da eventuell, die gerade betrieben werden, nicht nur ersetzt, sondern auch vielleicht aufgestockt werden. Also vielleicht werden sie nur aufgestockt, aber einige vielleicht auch ersetzt. So ist das richtige Wort. Ich war auch ganz erstaunt, dass man überhaupt 20 Ziele in Deutschland anfliegt. Als ich darüber nachgedacht habe, ja, hast du schon mal in dem einen oder anderen Flughafen gesehen. Aber ich persönlich verbinde mit Air Dolomiti ausschließlich München und diesen sozusagen kleinen Air Dolomiti-Terminal, den es ja da sozusagen gibt oder gab, weiß gar nicht, ich war schon länger nicht mehr da, wo man die Treppen runtergehen musste und dann ging da die Air Dolomiti-Maschine ab, mit denen ich früher relativ häufig mal tatsächlich von München ausgeflogen sind, damals sogar noch mit den Turboprops, ich glaube, es war die ATR 72, mit der die geflogen sind. Auf jeden Fall bin ich von München aus mal Mailand oder Bologna oder auch mal nach Rimini, glaube ich, geflogen. Ist schon etwas länger her. Der Service war immer einwandfrei und es gab immer einen ganz leckeren Espresso an Bord, so wie das bei einem italienischen Flieger sein muss. War ein super Service und auch die Snacks bzw. die Bordverpflegung war à la Bonheur, muss ich sagen. Also ich mochte die immer und ja, weiß ich nicht, weil sie so klein waren und auch überhaupt keine Lufthansa-Farben hatten, immer dieses eher grünliche, hat man da irgendwie auch gar keine große Verbindung irgendwie zur großen Lufthansa gehabt. Ja, vor allem auch irgendwie, die sprachen ja auch nicht wirklich Deutsch, deshalb hatte man gehört da irgendwie zum Konzern. Also wie gesagt, ich weiß, dass sie zum Konzern gehören, aber jedes Mal, wenn ich es wieder lese, denke ich, ach, die gehören ja zum Konzern. Also ich habe sie wirklich nicht auf der Kette. Aber jetzt das, ja, was ich, Mario eben geteasert hat. Ja. Wollen wir damit anfangen? Ja, wollen wir. Ja. Die neuen Ziele ab München wird halt wieder Miami aufgenommen. Dann Ziele New York, Boston, Chicago, Charlotte, Denver, Los Angeles, logischerweise San Francisco. In Kanada wird man auch nochmal Montreal, Vancouver im Winter anbieten. Die United ergänzen das Münchner Angebot halt wirklich nach Nordamerika. Mexiko ist auch wieder auf der Agenda von München aus, was ja nur von Frankfurt aus angeflogen worden ist. Dann geht es weiter mit Kapstadt, aber auch Osaka, Tokio, Delhi, Mumbai, Singapur. Das sind alles Ziele, die auch wieder ex-München angeflogen werden sollen. Also damit wird der zweite Hub wieder reaktiviert. Die Flugzeuge werden dann quasi von München wieder, die 350er, zurückgeschaffelt nach München. Und, von Frankfurt. Frankfurt nach München, also von Frankfurt nach München. Weil die 747er auch wieder zurückkommen. Aber leider, leider, leider gibt es im Moment wirklich nur in der 747-8 eine First Class und in den 340-600, in die in München stationiert werden. Wobei die Strecken mit der 600er, weiß ich jetzt nicht, welche davon überleben werden. Mario. Tja, ich finde es gut. Also ich meine, damit ist
der Hub in München wieder mehr oder weniger ein vollwertiger, wenn es überall hingeht. Und hattest du Singapur erwähnt? Das ist auch nach Ja, Singapur. Singapur hatte ich gesagt. Ja, Singapur. Bei Singapur noch ein kleines Bonbon, was jetzt nicht zum Lufthansa-Update gehört, aber wie man hört, will ja tatsächlich Singapur Airlines wieder den berühmten Flug von Singapur über Frankfurt nach New York aufnehmen, und zwar mit 380er, ganz genau. 380er, was natürlich für die Lufthansa eine ordentliche Konkurrenz ist, weil es gibt ja doch sehr viele, wie dich zum Beispiel, die gerne im A380 fliegen, und es soll ja auch eine neue Business Class reingebaut werden dann, wenn die dann wieder diesen Flugbetrieb aufnehmen. Im Moment fliegen sie ja da auch mit dem A350 nur hin, ne? Nach Genau. Frankfurt, nicht weiter nach New York. Einer der Kommentierenden hatte das ja unter den Beiträgen gefragt, ob wir da eine Info haben. Die Info haben wir deshalb jetzt einfach eingebaut, weil ihr uns gefragt habt. Deshalb auch mal ganz wichtig, kommentiert unten, damit wir wirklich, wenn wir irgendeine News sehen am Rande oder sowas, dass wir euch bei einem Update das, auch wenn es nicht unbedingt themenrelevant ist zur Lufthansa, aber doch Starlines ist, dass wir das dann einbauen können für euch. Also kommentieren, ganz wichtig. Ja, als nächstes Thema, was auch spannend ist, ist halt wirklich diese Landebahnneuerung in Innsbruck. Die ist geplant, aber was mich ein bisschen verwundert, ist halt wirklich, dass man in Frage stellt, dass die Flugverbindung Innsbruck-München wieder zurückkommen soll. Warum wird das wieder in Frage gestellt? Was ist das für ein Quatsch? Naja, es ist dasselbe wahrscheinlich wie Nürnberg. Man sagt, die Strecke ist zu kurz von Innsbruck nach München, wobei ja eigentlich von Innsbruck nach Frankfurt geflogen wurde. Habe ich, glaube ich, auch mal gemacht. Und das ist natürlich schon wieder eine ganz andere Entfernung. Aber ja, von Innsbruck mit dem Bus in 2 Stunden nach München ist jetzt auch nicht so unbedingt der absolute Hit. Zumal, wenn man dort tatsächlich Anschlussflüge hat. Ich weiß es nicht. Also Nürnberg scheint ja aber doch ganz gut zu laufen, nicht? Man setzt da jetzt ja sogar mehr Busse ein als ursprünglich geplant auf dieser Strecke. Also das ist zumindest irgendwie ganz gut angenommen worden. Ja, weil die Ob das so Preise halt bleibt? relativ günstig sind, ne? Also man Ja. hat ja ab Nürnberg Angebote gemacht und irgendwie hört man ja auch, dass die Leute die Busverbindung nutzen, um die Meilen zu sammeln und nicht auf dem Ja. Bus sitzen. Also insofern ist das Das wieder auch wieder alles gut. so eine halbe, ja, Take-Mentalität, die Ja. ich nicht so ganz spannend finde. Aber nun gut, so ist das wieder im Leben. Dann haben wir noch ein anderes aktuelles Thema, das ist halt in der Schweiz wird ja jetzt auch wieder gewählt. Und zwar, die haben ja ein etwas anderes Wahlrecht, weil die in der Schweiz ja dieses Bürgerentscheid haben, also den Bürgerentscheid. Und da wirbt die Swiss für die Fly Diversity. Das heißt also ganz einfach, weil man natürlich mit Cabin Crews, die halt der Regenbogenfahne angehören, LBGTQ, ist das so, LBGTQ? Ich Habe ich glaube, irgendwann vergessen? sind Nicht alle mit gemeint. alle mit gemeint, also divers. Und da hat man sich also ganz klar positioniert. Da hat dann auch Hashtag Fly Love Fly Swiss und hat dann auch nochmal den Hashtag genommen, der für diese Entscheidung ist, weil die Ehe für alle, in der es in dieser Vorlage geht, für Swiss ein ganz großes Anliegen ist, eine Herzensangelegenheit. Findest du das gut, dass sowas unterstützt wird? Ach Gott, ich bin da relativ neutral in dem Falle. Ich weiß nicht, ob sich Wirtschaftsbetriebe in solche Dinge zwingend einbringen müssen. Ist eine Entscheidung der Swiss. Ich nehme das jetzt einfach mal so hin. Das heißt also, du nimmst das einfach zur Kenntnis. Ja, also ich finde es auch mal sehr, sehr schwierig, wenn man sich zu solchen Themen positioniert, als Wirtschaftsunternehmen. Ja. Und ich sehe das halt auch etwas problematisch. Das Anliegen selber ist natürlich berechtigt, aber es Absolut. trägt natürlich auch zur Spaltung bei gewissen Themen. Also insofern, ja. Es ist halt schwierig. Wir haben das ja gerade, was Fluggesellschaften, Fußball hat man ja, glaube ich, im Laufe der letzten Monate auch. Es ist immer sehr schwierig, wenn man als Wirtschaftsunternehmen da irgendwas macht. Und ja, weiß ich nicht, wir erinnern uns da im Sommer, als dann alle Firmen ihre Firmensymbole da in Regenbogenfarben gemacht haben. Nur in den Ländern, wo man ja,
wenn man sozusagen nicht heterosexuell ist, am Baukran aufgeknüpft wird. Da haben die großen Firmen dann darauf verzichtet, in diesen Ländern in Regenbogenfarben sich zu präsentieren. Ich weiß nicht, ich finde es dann auch ein Stück Gratismut, wenn man das da macht, wo man es kann und da, wo es nötig wäre, sich dann doch aus wirtschaftlichen Gründen zurückhält. Also insofern finde ich es immer schwierig, wenn Wirtschaftsfirmen das machen, aber oder Unternehmen, aber das muss ohne Frage jeder selber wissen. Ich will da gar kein über niemanden sozusagen den Stab brechen. Ich sehe es halt relativ neutral. Ja, ganz, ganz wichtig, wie gesagt. Dann zum Thema Status oder Punkte, Meilen. Wie wir es ja immer sagen, mehr Meilen, mehr Punkte, mehr Status. Und da haben wir natürlich die Abschlussmeldung. Ganz einfach, denkt daran, dass die Eurowings im Moment eine doppelte Prämienmeilenaktion habt, damit ihr da dann auch eventuell euer Konto auffüllt. Zusätzlich gibt es natürlich immer noch die doppelte Meilenaktion für HornCircle und für Senatoren, aber auch für FTL oder keine Statusmitglieder. Das heißt also, dass wenn ihr einen Flug macht, dann bekommt ihr dafür die doppelten Statusmeilen, aber nicht die Prämienmeilen. Allerdings bei Eurowings kriegt ihr auch doppelte Prämienmeilen. Also insofern das immer im Hinterkopf behalten. Die Aktion geht bis zum 31. Dezember 2021 auf allen Buchungen von Eurowings Flügen, aber nicht auf der Discover. Eurowings Discover, andere Baustelle. Also insofern nur, damit ihr es wisst. Und was auch wichtig ist, ihr kriegt natürlich auf der Eurowings auch doppelte Senator und HornCircle Meilen. Also das gilt da auch in dem begrenzten Maße wie immer. Eigentlich eine coole Aktion, wenn man eben mit Eurowings fliegt. Damit sind die Leute, die ja in so Düsseldorf oder sowas sind, Paderborn wird ja von Lufthansa angeflogen, sind dann natürlich einmal im Vorteil. Also wer jetzt sich beschwert, dass er nur in einem Eurowings-Standort ist, kann jetzt einfach mal an die Upside da gucken und einfach sagen, wir kriegen mehr. Ja, wir kriegen mehr. Dafür muss er auch mit Eurowings fliegen. Ja, ich weiß nicht, ob das so schlimm ist. Ist das leider auf hohem Niveau? Nein. Wir müssen da mal gucken. Aber wir werden bald auch einsteigen in die Flight Reviews. Da werden wir Nonstop Honsens machen. Dürft ihr das schon sagen? Verrat's doch einfach mal. Es war einfach Spannung. Wir waren halt wieder wie am Ende. Und für alle die Unpacking, Unboxing, es ist immer noch original verpackt, damit ihr euch echt nicht fragt, was macht der Lars damit? Also insofern, Mari und ich, wir suchen wirklich hart einen Termin. Ja. Und wir werden einen finden. Eventuell in Paderborn. Auf jeden Fall. Eventuell in Paderborn. Am Flughafen. Wir wissen es. In der nicht vorhandenen Lounge. Lounge. Lounge, wobei man natürlich auch sagen muss, dass in Paderborn das Parken umsonst ist. Das ist korrekt. Dann machen wir es doch am besten auf dem Parkplatz. So, komm, wir schwafeln schon wieder zu viel. Das gibt wieder böses Blut. Ja, wir haben auch schon über 18 Minuten. Auf jeden Fall danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV. Heute am 24.09. zum Lufthansa Group Update. Die News aus der Woche, ganz, ganz wichtig. Wer von euch hat schon USA-Flüge mit der Lufthansa gebucht? Dann noch ein kleiner Insider-Tipp. Mario hatte coole Preise gefunden ab Barcelona. Das heißt also, wer in die USA fliegen will, sollte nochmal wegen Barcelona gucken. Und als Hot-Info auch nochmal, dann kommentiert unten, was ihr gebucht habt. Und dann habe ich noch eine andere Frage. Und zwar der Expressbus. Ist das eine Notlösung, die immer bleibt? Oder ist das etwas, wo ihr sagt, oh Gott, Expressbus, wenn ich Bus fahren will, hole ich Flixbus? So wie man früher sagte, wenn ich Mercedes fahren will, rufe ich mir ein Taxi. Also insofern an dieser Stelle danke, dass ihr dabei wart. Vergesst nicht zu kommentieren, abonnieren, Glocke an und den Beitrag zu liken. Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao. Schönes Wochenende.